Damit hat keiner gerechnet. Über ein Jahr lang war es trocken und jetzt diese Schlammfluten. Der ganze Osten Äthiopiens leidet unter extremen Wetterveränderungen. Allein die zweitgrößte Stadt des Landes, Diredawa, war einen Tag lang zweigeteilt. So wie jetzt habe ich das noch nie gesehen. Das passiert, wenn es im Hochland regnet. Dann kommt die Flut ganz plötzlich zu uns ins Tiefland. Aber normalerweise gibt es das so nicht. Die Wassermassen haben Brücken und Mauern unterspült, Erdrutsche ausgelöst, ganze Häuser und Straßen fortgeschwemmt. Das ist jetzt schon das zweite Mal in zwei Wochen. Die letzte Flut war ein bisschen schwächer, aber die hier ist echt gigantisch. Weiter oberhalb, da hat sie ganze Landstriche überschwemmt. Es ist wirklich eine starke Flut. Erst also Hitze und Dürre, jetzt Hitze und Überschwemmungen. Mit zerstörten Straßen und Erdlawinen. Von mehr als offiziell 100 Getöteten zu reden, wird von der Regierung nicht erlaubt. Wahrscheinlich gab es aber schon mehrere hundert Todesopfer. Die Wüste ist für kurze Zeit grün geworden. Wer weiß, für wie lange. Und wer glaubt, die schwerste Dürre seit 50 Jahren sei damit erledigt, der irrt sich fatal. Was jetzt hier herrscht, das nennen sie den grünen Hunger. Kommt her, schaut doch. Das war mein letzter Ochse. Wir leben ja vom Ackerbau und von der Viehzucht. Trotz des Regens stirbt aber unser Vieh. Es bräuchte Medikamente. Die Tiere hatten so lange keine richtige Nahrung, deshalb sterben sie jetzt. Wir Menschen haben nur überlebt, weil wir Lebensmittel geliefert bekommen. In der Tat, die Lebensmittelhilfen laufen auf Hochtouren. Alleine hier lagern 20 Tonnen Getreide. Das hört sich viel an, genügt aber gerade mal für den nächsten Monat. Seit über 30 Jahren bekommt Äthiopien Lebensmittelhilfe. Größter Spender sind die USA. Allein für dieses Jahr hat USAID 680.000 Tonnen Lebensmittellieferungen eingeplant. Seit März 2015 gab es in Äthiopien kaum Niederschläge. In manchen Gegenden des Landes verdorrte das Saatgut der Bauern auf den Feldern, noch bevor es keimen konnte. Hier in den Tieflandgebieten im Osten sind 10 Kinder in einer Familie keine Seltenheit. Einmal mehr in Afrika sind es die Frauen, die alle ernähren müssen. Völlig ungewohnt die plötzlichen Regenschauer. Die Angst, das Getreide könne faulen. Zwei solcher Verteilstellen gibt es hier in Babile. Einmal im Monat wird ausgegeben für über 40.000 Menschen. Diese Nahrungsmittel sind für die Betroffenen gedacht. Die Rationen müssen sie auch erhalten. Denn es hat ja noch keine Ernte gegeben. Es hat ja erst angefangen zu regnen. Die Menschen haben gar nichts mehr zu essen. Deshalb brauchen sie das.
Ein halber Liter Pflanzenöl, 15 Kilo Weizen und 1,5 Kilo Linsen pro Person. Einmal im Monat, gerade genug, um hungrig zu überleben. 3 Stunden ist die junge Oromo-Frau aus ihrem Dorf bis hierher gelaufen. Es ist nicht genug, aber ich teile es ein, um alle satt zu machen. In Äthiopien war Nahrung immer ein zentrales Werkzeug der Politik. Nicht alle gespendeten Lebensmittel gelangen bis zu den Bedürftigen, auch wenn der regionale Krisenbeauftragte das Gegenteil schwört. Niemand in unserer Gegend bleibt unberücksichtigt. Wenn eine Familie Nahrungsmittel braucht, also wenn sie Essen brauchen, dann wird niemand übersehen. In den Dörfern gibt es Komitees, die den Bedarf ermitteln. Wenn zum Beispiel eine 4-köpfige Familie nichts hat, dann bekommen auch alle 4 eine Ration. Aber dann sagt er noch, dass die Lastwagen nicht immer ganz voll sind. Gegenüber der Gebergemeinschaft spielt das äthiopische Regime das arme Land, das Unterstützung nötig hat. Nothilfe wird tatsächlich gebraucht. Aber mit humanitären Leistungen seit über 30 Jahren ist die Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe inzwischen dramatisch. Die Menschen verharren in Lethargie. In keinster Weise wird die lokale Wirtschaft belebt. Die Männer sind mit dem verbleibenden Vieh unterwegs, die Frauen im Dorf geblieben. Für sie alle ist der Ausnahmezustand zum Normalfall geworden. Seit Jahren folgen eine Mangelernte und eine Dürre der nächsten. Und zwischen den Krisen gab es keine Erholung. Einmal am Tag kann Ayana ihren Kindern zu essen machen. Es gibt Injera, einen vergorenen Getreidefladen. Fünf Kinder hat die junge Frau. Dabei ist Ayana selbst erst 25 Jahre alt. Hirsebrot und manchmal Erdnüsse, das ist alles. Die Statistik ist brutal. Rund 20 Millionen Äthiopier vom Hunger bedroht, ein Fünftel der 100 Millionen Einwohner, jedes vierte Kind unterernährt. Mancherorts hat es in den letzten Wochen nach der Trockenheit so kräftig geregnet, dass die ausgedörrten Felder überschwemmt werden und Schotterpisten sich in Schlammpfade verwandeln. Viele Straßen und Brücken sind zerstört. Das erschwert den Transport von Hilfsgütern. Durch den Regen haben 200.000 Menschen ihr Zuhause verloren. Geschwächte Tiere starben in den Fluten. Starkregen und Dürre wechseln sich ab. Der ausgetrocknete Boden nimmt nichts mehr auf. Das hier haben sie in Afar noch nie getan. Nomaden bauen Mauern. Steinwälle gegen die Sturzregen. Die Idee dahinter, das Wasser zu bremsen und die Erosion zu dämmen. Eigentlich sind sie früher von Weide zu Weide gezogen, doch die sind verdorrt. Jetzt müssen sie das bisschen Erde, das sie ernährt, um jeden Preis bewahren und aufpassen, dass es nicht auch noch vom Hang gewaschen wird. Vor 2 Wochen haben sie angefangen. Wir sehen schon den Erfolg. Die Regenfurchen sind schon wieder voller Erde und es wächst wieder Gras. Angehen gegen den Klimawandel. Das ganze Dorf packt mit an.
Es ist niemals zu spät. Sicher, es wäre besser gewesen, wenn wir schon vor langer Zeit damit angefangen hätten. Aber wenn wir jetzt nichts tun, wird es nur schlimmer. Die Erde schwimmt uns weg. Noch haben wir ein wenig Vieh. Wir können noch umherziehen, wenn auch nicht wie früher. Wenn wir weitermachen, können wir viel Land retten. Lange Jahre waren diese Menschen sich selbst überlassen, die Zentralregierung völlig abwesend. Umgerechnet 3,5 Euro am Tag bekommt jeder Dorfbewohner, der mithilft. Aus deutschen Steuergeldern. Die Trockenmauern, eine Idee der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit Feldsteinen gegen den Klimawandel. Man hätte mit dem, was wir hier jetzt gemacht oder machen, angefangen haben, hätte man vor 20 Jahren anfangen müssen. Dann hätte man mehr von dem Naturraum halten können. Aber zu sagen, es ist zu spät, wir machen gar nichts, dann haben wir keinen Zeitraum, keinen Puffer für die Menschen, um sich umzuorientieren. Ein Teil wird sich umorientieren müssen. Sie sind einfach im Verhältnis zu viele für das, was noch da ist an Naturraum und an Möglichkeiten, mit Viehherden, nur mit Viehherden zu wirtschaften und zu leben. Am widerstandsfähigsten sind noch die Kamele. Ein Jahr lang haben die Nomaden in Afar auf den Regen gewartet. Vor 3 Jahren war Tafari noch stolzer Besitzer von 40 Kühen, 200 Ziegen. Im ganzen Land sind in den letzten Monaten fast 300.000 Stück Vieh verdurstet. Jeden Morgen melken die Männer jetzt die kleine Herde, um zumindest die Kinder satt zu bekommen. 250 Leute leben in der Dorfgemeinschaft. Mit dem Vieh verlieren die Menschen ihre Existenz. Vor 15 Jahren, da war dieses Land hier noch grün, vor Weidegras. Inzwischen geht es immer schlechter. Früher, da hatten wir 3 Regenzeiten. Heute ist es vielleicht noch eine. Die Erosion geht immer weiter und wir verlieren unsere Weiden und damit auch unser Vieh. Ja, Kamele gibt es noch, aber auch nicht mehr so wie früher. Früher, da ernährten wir uns von guter Kuhmilch, von Butter, Joghurt und Ziegenmilch. Aber heute, da gibt es nur noch Kamelmilch. Wir müssen inzwischen auch Sachen essen, die wir gar nicht gewohnt sind. Aus der Lebensmittelhilfe machen wir Brotfladen und Linsenbohnenbrei. Eine Nahrung, die wir eigentlich gar nicht kennen. Wir liebten unsere Art zu leben. Wir vom Volk der Afar dachten immer, niemand auf der Welt hat ein besseres Leben als wir. Aber jetzt ist alles anders. Das Gras verschwindet, die Bäume sterben. Auch wenn wir gerne weiter so leben würden wie früher, wir könnten keine Nomaden mehr sein. Es geht einfach nicht mehr. Ein paar Dörfer weiter waren die Leute vor der Dürre in die Berge gezogen. Jetzt kehren sie in ihr Dorf zurück. Aber nichts ist wie vorher. Nicht nur Nahrung, auch sauberes Trinkwasser ist rar geworden. Wenigstens die Wasserpumpe funktioniert wieder. Im Sommer sinkt der Wasserspiegel dann wieder. Wie haben wir denn?
Wenn sie wieder austrocknet, müssen wir um 8 Uhr morgens losgehen, um Wasser zu holen. Wir laufen den ganzen Tag, manchmal mit den Eseln. Abends um 9 sind wir wieder zurück im Dorf. Als ich ein Kind war, war hier alles grün. Wir spielten Verstecken im hohen Gras, 6-7 Monate lang. Es war eine gute Zeit. Jetzt spielt das Wetter verrückt. Schauen Sie doch, wie der Boden aussieht. Die Erde ist ausgelaugt. Im Dorf gibt es kaum Alte mehr. Weggestorben seien sie. Dafür gibt es umso mehr schlecht ernährte Kinder. Im ganzen Land gehen 2 Millionen nicht zur Schule. Wir wissen nicht, ob noch mal ein Lehrer kommen wird. Der Grund ist auch wieder die Dürre. Wir hatten ja das Dorf verlassen, um woanders Wasser und Essen zu finden. Als keiner mehr da war, kam auch der Lehrer nicht mehr. Und weil er nicht mehr kam, hat man ihn entlassen. Noch vor 50 Jahren war das Land zu einem Drittel bewaldet. Weil sie Brennholz brauchen, tragen die Männer zu einer selbstmörderischen Entforstung bei. Die Verwüstung schreitet langsam, aber sicher fort. Früher, da fällten wir keine grünen Bäume. Wir wissen ja, dass dort, wo es viele Bäume gibt, auch Wasser ist. Es gab traditionell die Absprache unter uns, keine frischen Bäume zu fällen. Das war die Tradition. Aber jetzt, mit der anhaltenden Dürre, da fällen wir auch die lebenden Bäume. Und Sie sehen ja selbst, dass es immer weniger gibt. In ihrer Misere zerstören sie nicht nur ihre Umwelt, sondern auch sich selbst. Die Nachmittage verbringen sie damit, die berauschenden Blätter der Kat-Pflanze zu kauen. Stundenlang sitzen sie in der Mittagshitze zusammen, um die Blätter zu zerbeißen. Wenn jemand starken Hunger hat, dann füllt Kat den Magen. Außerdem stoppt es den Hunger und es schlägt die Zeit tot. Jeder kaut so viel Kat, wie er sich leisten kann. Diese Tüte hier kostet zum Beispiel 20 Bier. Wenn sie voll ist, kostet das schon mal 50 Bier. Also umgerechnet 2,50 Euro verbraucht jeder so am Tag. Von der Kaudroge angeregt sind sie zunächst euphorisch, danach verdösen sie die Zeit. Das alles für richtig viel Geld, wenn man bedenkt, dass der Vater dafür alle Woche eine Ziege verkaufen muss. Doch da und dort gibt es durchaus einen Schimmer Hoffnung. Steine zuhauen bei 45 Grad in der Sonne. Auch wenn es aussieht wie Sklavenarbeit, diese 40 Männer hier, sie können sich glücklich schätzen. Denn sie alle erlernen einen Beruf. Die Hoffnung ist, dass sie in der Zukunft eine Arbeit als Maurer finden können. Es sind ja eigentlich nur einfache Nomaden. Die haben ja gar nichts mehr. In ihrem Gebiet herrscht nur Dürre, sonst nichts. Sie alle sind Analphabeten, haben keine anderen Kenntnisse oder Fähigkeiten. Es sind einfache Hirten. Jetzt haben wir sie da rausgeholt. Wir bilden sie aus und bezahlen sie. Und so können sie als Maurer für sich und ihre Familien später ein Einkommen erwirtschaften. Erste Erfolge für ein paar Dörfer gibt es tatsächlich schon. Ein kleines Mauerwerk, das unglaubliche Konsequenzen hat
für Mensch, Tier und Vegetation. 7 solche wasserverteilenden Schwellen sind wie Kaskaden in den letzten 2 Jahren von den Bewohnern in das flache Tal eingebaut worden. 20.000 Euro kostet ein solches Wehr. 10.000 Menschen sind damit überlebensfähig geworden. Was geschehen ist, ist, dass wir eine Technologie, dieses Mäulchen bezeichne ich jetzt als Technologie, dass wir eine Technologie nach Afa gebracht haben, die in Westafrika funktioniert, die nämlich mit Fluten arbeitet, die die Fluten nutzt, um den Menschen zu helfen, mit der Dürre besser umzugehen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist Wasser aus einer Flut, was zurückgehalten worden ist. Dieses Wasser infiltriert, sackt in den Boden ein, sickert ein. Vegetation kommt zurück. Menschen können das Wasser nutzen als Trinkwasser, die Tiere zum Tränken. Das ist die Veränderung. Noch vor 2 Wochen sah es an der gleichen Stelle so aus. Jederzeit kann die nächste Schlammlawine kommen. Das andere aber ist auch, dass es die Energie aus dem Wasser rausnimmt und diese Fluten, die wirklich todgefährlich sind, in ihrer Energie reduziert und damit weniger gefährlich macht. Und mit den Fluten kommt abgetragene Erde mit. Diese abgetragene Erde wird genutzt, um die Tiefebene hier zu terrassieren. Und damit haben wir die fruchtbare Erde eingefangen. Man kann anbauen. Von seinem Acker müssen 12 Personen leben. Die Menschen sind fatalistisch. Entweder bringt der Klimawandel neue Fluten oder neue Dürren. Ob er in 5 Monaten tatsächlich Hirse und Erdnüsse ernten kann, ist ungewiss. Letztes Jahr hatte ich auch gepflügt, aber weil es nicht geregnet hatte, ist alles verrottet. Vorläufig prangen die Felder wieder grün, aber gesundes Viehfutter ist es keines, was da wächst. Die wasserverteilenden Schwellen, eine Erfolgsstory, ein Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig bisher nur eine lokale Initiative. Das ganze Tiefland sofort retten, das können sie nicht. Und so bleiben statt Antworten viele offene Fragen. Die größten Herausforderungen sind eine junge Generation mit wenig Beschäftigungsmöglichkeiten, zur Neige gehende Ressourcen, die degradiert sind, die ausgelaugt sind, und mehr Menschen, die nachkommen, Bevölkerungswachstum. Und das wiederum gekoppelt mit Klimawandel, der die Ressourcen noch mal einschränkt. 85% der Bevölkerung sind immer noch in der Landwirtschaft tätig, aber die Landwirtschaft hat nicht mehr genügend Ressourcen, um diese nächste Generation aufzunehmen. Die Frage ist, was macht man mit diesen Menschen? Was macht man mit diesen Menschen? Was macht man mit diesem Land? Äthiopien ist wohl noch 20 bis 30 Jahre auf den Beistand der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Nach Angaben seiner Regierung müssten es allein bis zum Herbst 1,25 Milliarden Euro sein, um die akute Notsituation einzudämmen. Bisher decken die Spenden nicht mal die Hälfte. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht weiter hilft, kann es in einem der letzten stabilen Länder am Horn von Afrika zu Aufständen und massiven Migrationsbewegungen kommen. Spätestens dann wird diese vergessene Krise auch uns im Norden betreffen.